Hallo ihr Lieben, heute ist Montag und ich war jetzt nur ganz kurz im Penny, nur ein paar Kleinigkeiten holen, ist nicht viel. So, da kam dann mit einmal Erdbeerchen, die waren für 3,99 im Angebot. Normal kosten die in der Kiste das Kilo ja immer 4,99 überall. Dann kam mit einmal Physalis. Ich mag die total gerne. Die sind so lecker. Und dann ein Krautkopf. Da mache ich so einen Krauttopf draus mit Kartoffeln und Hackfleisch. Dann wie Krautwickel. Dann habe ich, das gehen die gar nicht raus. Das ist auch ein 4 Kilo Sack, ja. Einmal 4 Kilo Gala Kartoffeln. Schwer. Dann habe ich mir so ein abgepacktes Brot noch mitgenommen. Und für meine Mama. Ist der nicht süß? Ein goldener Hase. Er ist so schön. Also den könnte ich nicht essen. Ich habe mal von meinem Bruder aus Schokolade einen Stöckelschuh bekommen. Der war braun und rot. Oh, da war der Absatz hinten dann rot. Und ich habe das nicht essen können. Ich habe das ein paar Jahre bis stehen gehabt. Und wirklich, also ich glaube 4 Jahre, 3, 4 Jahre hatte ich den wirklich stehen. Aber dann hat er angefangen so weiß zu werden. Die Schokolade so angelaufen. Habe ich dann mal halt weggeschmissen. Aber tat mir in der Seele weh, weil das war wirklich so hübsch gemacht. Und ich meine, das Zeug, das ist ja nicht billig. Also. So, dann kam noch mit die Paprikasticks. Einmal Hackfleisch gemischt. Habe ich für meinen Mann zweimal diese Red Bull hier mitgenommen vom Penny. Dann zweimal diese Teewurst fein. Und zu guter Letzt für unseren Lucky einmal Nassfutter. Und das war's schon. So. Dann räume ich das einmal weg. Was ich mit den Erdbeeren mache, bin ich noch echt am Überlegen. Weil morgen kommt der Schwiegervater. Mal gucken, was ich draus mache. Überleg mal was. Okay, bis dann. Ihr Lieben, ich wollte euch nur kurz zeigen, was meine Ausbeute aus dem Turm ist. Beziehungsweise, das habe ich mitgenommen. Eine Mietze-Schindler-Sorte. Die soll nämlich sehr toll sein bei der Erdbeeren. Ja, und mein Mann, der kam dann gleich zum Balkonkasten da an. Mit Erdbeeren. Und weil ja eins nicht reicht, hat er gleich zwei eingepackt. Oh, das war's schon. Bis dann. So ihr Lieben, ich bin gerade am Essen kochen. Ich habe gedacht, ich zeige es euch mal kurz. Also hier habe ich, das habe ich schon ausgeschalten, wir sind jetzt durch. Habe ich Kartoffeln geschält. So, ich zeige es mal kurz in so Scheiben geschnitten. Ja, dann habe ich Zwiebeln und Knoblauch. Klein geschnitten,
Und das gemischte Hackfleisch habe ich jetzt, also erst habe ich die Zwiebeln und Knoblauch etwas angebraten, dann das Hackfleisch dazu und zum Schluss jetzt das Gemüse. Da überlege ich gerade, ob ich jetzt Knoblauch reinmache oder ob ich es so lasse. Ja, dann kommt hier diese Sahne dazu. Ich habe übrigens gesehen, die ist jetzt am 29.03. abgelaufen. Das ist aber egal. Ich habe ein Stückchen probiert. Die ist noch 1A, die Sahne, also die Kochsahne, alles in Ordnung. So. Ja, wahrscheinlich mache ich dann noch Milch dazu. Ich habe noch Hafermilch offen. Dann mache ich die noch mit rein, dass das so ein bisschen Söschen gibt. Ja, hier habe ich noch einen Klecks von dem Kräuterschmelzen. Frischkäse, nicht Schmelzkäse. Kräuterfrischkäse drin. Das mache ich dann noch rein. Und dann noch ein bisschen von dem normalen Frischkäse. Ja, das kommt dann. Erst kommen hier dann die Kartoffelscheiben rein in die Auflaufform. Dann die Hackfleischsoße. Kommen dann zusammen und da berührt ein bisschen. Ja, und zum Schluss dann noch Käse. Ja, und dann wird es überbacken. Ich kann es euch ja dann zeigen, wenn ich soweit bin. Oder wenn es fertig ist. Bis dann. So sieht das jetzt aus. Ich habe Sackfleisch beim Anbraten habe ich noch ein bisschen gesalzen, Pfeffer, dann Paprika, Rosenscharf, Delikatessbrühe nehme ich immer zum Würzen und habe noch diese Gartenkräuter ein bisschen mit reingestreut. Wenn in meinem Garten wieder die Kräuter blühen, kommen dann natürlich ganz frische rein. Und dann habe ich noch von meinem selbstgemachten Gemüsebrühe habe ich noch dazu. Ja, und deswegen habe ich jetzt den normalen Frischkäse weggelassen. Der mit Kräuter, das war jetzt noch der viertelste Becher, das hat gereicht. Ja, habe jetzt den Schmand oben drauf. Und wie ihr seht, die Auflaufform ist voll. Jetzt mache ich noch den Streukäse drüber. Brauche ich aber zwei Hände gleich. Und dann kommt es ab in den Backofen. So für 20 bis 30 Minuten, je nachdem. Ich gucke da immer mal drauf, dass der Käse nicht zu schwarz wird. Also so leicht goldbraun mag ich den am liebsten. Ja. Dazu einen schönen frischen Salat oder Salatgurke. Lecker. Gut, dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich habe noch einen kleinen Nachtisch gemacht. Ich habe Quark. 500 Gramm Quark und 1 Kilo Erdbeeren zusammengemischt. Ein Löffelchen weißer Rohrzucker habe ich noch mit rein und 2 Tütchen Vanillezucker. Ja, dann noch ein wenig Schokosoße hier drüber. Und die Erdbeeren habe ich mit, muss mal gucken, wo, da ist es, mit diesem Glitzerschnee behandelt. Sieht dann so aus. Naja. Für meinen Mann habe ich es schön hergerichtet. Da ist meins. Hier ist der Glitzerschnee, weil ich die Erdbeeren hier drüber gehalten habe. Zum Bestreuen. Ja. Somit wünsche ich euch einen guten Appetit. Bleibt gesund.
Genießt den Tag. Bis dann. Tschüss.